In dieser Woche sprechen wir erneut über das Unterstützungsniveau im DAX, was wir in den letzten Wochen schon mehrfach gesehen haben, über die Dynamik, wie schnell es auch hier abrupte Verkäufe geben kann und über ein paar spezielle Werte mit dem Robert Baumann. Eine Netflix ist dabei, wir haben eine Microsoft dabei und aus dem DAX mit dem Christian Schlegel die Adidas, die E.ON, die BASF und natürlich auch die, lassen Sie sich überraschen, im Finanztalk. Herzlich willkommen beim Finanztalk in dieser Woche. Wir haben schon Mitte September, der Monat September hat noch nicht das gezeigt, was er statistisch hätte zeigen können, und zwar ein tiefes Minus. Das gibt vielleicht Hoffnung. Darüber wollen wir heute sprechen mit dem Christian Schlegel, mit dem Robert Baumann. Erstmal mit dem Christian. Hallo Christian. Servus zusammen. Ich würde fast sagen, du kommst frisch von den Wiesen, oder? Was hast du da an? Na, es ist ja so, ich lebe ja hier momentan im Melting Pot der Welt mit dem Oktoberfest. Ich bin immer auf Abruf bereit. Und ich bin jetzt auch alt genug, um alleine auf die Wiesen gehen zu können. Und wie sagt die Gruber-Moni immer, wenn er heute hinten brennt, dann brennt es gescheit. Ja, also ich brenne für die Wiese und warte auf den Anruf und gehe dann gleich wieder hin. Also ob der Robert das übersetzen kann, ich habe es nicht verstanden. Robert, jetzt gehe ich auf die Wiese. Irgendwas mit Wiese. Okay, alles gut. Ja, genau. Also ihr spielt auf der Wiese vielleicht Fußball, keine Ahnung. Aber wir spielen das Spiel der Großen an der Börse. Long und Short heißt das nämlich. Und da gibt es schnelle Richtungswechsel, vor allem im DAX. Da möchte ich erstmal mit dem Christian Schlegel drüber sprechen. Denn wie gewonnen, so zerronnen, könnte man meinen. Letzte Woche Dienstag, ja, fast die Abwärtstrendlinie im DAX gebreakt. Und dann doch wieder der Nackenschlag bis 12.600 nach unten. Ja, also der Markt ist nach wie vor nicht sauber. Als wir vor zwei Wochen gesprochen haben, habe ich, glaube ich, den Ausdruck gebracht, da waren wir hier auf diesem Weg nach oben, dass hier eine gewisse Sorglosigkeit herrscht. Und die fand ich damals schon ein bisschen merkwürdig. Und wir haben jetzt hier von dem Hoch, was wir hatten am 13.09., da bei fast 13.600, sind wir schon wieder hier runter auf die 12.600. Ich glaube, wir waren ein bisschen drüber, wir haben sie nicht gebrochen. Auf den ersten Blick, und das ist der übergeordnete Chart, sieht man hier so einen Doppelboden, den wir haben bei 12.600. Und wir sind auch heute wieder gefährlich nah dran. Wir haben relativ weit aufgemacht und dann kamen wieder die Zahlen. Diesmal war der Verbraucherindex um plus 45,8% höher verglichen mit dem August letzten Jahres. Das ist ein fettes Brot. Und wir sind sofort wieder hier runtergekommen. Und das ist halt das, was den Markt so schwierig macht. Wir haben zum einen diesen Doppelboden hier bei 12.600, aber das ist schon eine auf Rot springende Ampel vor dieser 12.380, die wir haben. Und wenn wir das nicht halten sollten, sind wir nach wie vor irgendwo bei 11.500 mit einer sinnvollen Unterstützung. Was den Markt, wie ich finde, sehr schwierig macht, möchte ich gerne mal auf eine 1-Stunden-Einheit zeigen. Und zwar ist es sowas hier, er müht sich hoch und kriegt sofort eins auf die Nase. Und diese eine Kerze hier, die vernascht 3 bis 4, 5 andere vorangegangenen. Hier ist es mal ausgeglichen, aber hier ist genau das Gleiche. Er müht sich hoch, er wägt uns in Sicherheit und dann klatscht er wieder runter. Und genau das Gleiche haben wir da auch wieder gehabt. Lange Kerzen, aber ein langer Weg nach oben und dann wie abgeschnitten, als ob keine Orders mehr da sind, sofort wieder runter. Und das ist halt, was es sehr schwer macht. Wir sind von der Technik her jetzt über so Stundenzeugs und so, sind wir natürlich relativ tief. Das heißt, ich habe immer noch die Hoffnung, dass die 12.600 kurzfristig einmal hält. Und vor allem, das möchte ich gerne mal länger zeigen, auf Monatssicht, wir sind auf Monatssicht genauso tief, wie wir waren in 2019. Auch das weckt Hoffnung, aber allein mir fehlt der Glaube oder vielmehr, ich wüsste nicht, welche Nachricht das jetzt sein sollte, so sie denn käme, die uns so viel Vertrauen hier schenkt, dass wir sagen können, okay, das war's jetzt erstmal, es ist vorbei. Das wird uns noch eine ganze Zeit lang begleiten und ich bin nach wie vor sehr, sehr, sehr klein hier unterwegs, weil eben diese großen, fetten, schwarzen Kerzen, solange die noch da sind, ist bei mir kein Vertrauen in den Markt, kein einziges. Dann lass mich was Positives reinbringen. Es waren die Erzeugerpreise, die heute Morgen rauskamen, 8 Uhr, und der Markt hat ja erst 9.20 Uhr drauf reagiert, also als ob da ein bisschen Zeitversatz war. Und das Positive, was ich dazu sagen würde, wäre, an 4 der letzten 5 FED-Zinssitzungen ging es danach nach oben. Ja, also ich weiß nicht, wie Robert das sieht. Also nach allem, was ich hier so mitbekomme aus dem Markt, geht jeder von 0,75 weiteren Anstieg aus. Das ist das Erste. Sollten wir
Also sollte die FED das machen, dass sie nicht 0,75, sondern vielleicht nur 0,5 nimmt, ich sage vielleicht, dann wird wahrscheinlich gleich wieder der Ausdruck kommen, Inflation Peak, dass wir also das Höchste gesehen haben. Das mag vielleicht sogar für Amerika stimmen. Ich glaube allerdings nach wie vor eben vor dem Hintergrund der heutigen Zahlen wieder, dass hier ist die Inflation, also in Europa ist die Inflation noch lange nicht vorbei. Ich rechne nach wie vor mit zweistellig. Aber klar, wenn der 0,5 nur macht, die FED, dann wird wahrscheinlich der Dow oder auch der Nasdaq, da werden sie 3-4% aus dem Stand steigen. Und dann werden wir als Appendix der amerikanischen Märkte auch dementsprechend mitziehen. Das ist nämlich wirklich, wirklich, sagen wir mal, undurchsichtig, was hier ist. Und man muss höllisch aufpassen, enge Stops haben und wenig Einsatz. Das ist meine Meinung. Ja, die EU hat ja immer noch hohe Verbraucherpreise, sind bei 9,1. Da wurde ja tatsächlich nur eine 8,9 erwartet. Also da ist noch gar keine Entwarnung oder gar ein Peak zu sehen. In England ging es schon wieder ein bisschen nach unten auf 9,9. Aber das sind alles trotzdem besorgniserregende Zahlen. Apropos Zahlen, mein lieber Robert Baumann, erst einmal hallo an dich nochmal. Hallo, auch in die Runde. Hallo Andreas, hallo Christian. Die letzten Zahlen in den USA mit Quartalzahlen und so weiter, die waren jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das ist schon unbedingt der Boden. Da ging es teilweise nochmal tiefer. Wir haben am Freitag mal kurz die FedEx angesprochen, zum Beispiel als großes Logistikunternehmen. Bei den Technologiewerten dürfte sich eine starke Erhöhung der Zinsen nochmal negativ ins Gewicht legen, oder? Genau, also ich sehe das ähnlich. Wir hatten ja vor 4 Wochen mal so eine kleine Erholungsphase in der Nasdaq. Das war bis zum 15. August. Und jetzt sind wir aber wieder richtig ins Rutschen gekommen, gen Süden. Wenn man auch die Netflix-Aktie anschaut, den Langfrist-Chart, also oder den längerfristigen Chart von einem Jahr, da war die Netflix noch bei $700. Aufgrund der Quartalszahlen ist der Aktienkurs richtig unter Druck geraten. Es ging ja einmal die Geschichte mit Russland, wo über 200.000 Abonnenten verloren gegangen sind. Dann hat der CEO gesagt, ja, wahrscheinlich könnten es nochmal 2 Millionen weniger Abonnenten werden. Das war dann nochmal die nächste Rutsche gen Süden. Es waren da jetzt unterm Strich knappe Millionen weniger, aber der Kurs ist richtig unter Druck geraten, während die Unternehmenszahlen bei Netflix eigentlich noch sehr, sehr gut ausschauen. Also mit 7,8 Milliarden Quartalsumsatz ist das schon ganz sportlich. Normalerweise hätte der Kurs so 1,5-2,5% lediglich verlieren dürfen. Das heißt, es ist gerade relativ günstig, das Papier. Bei mir auch im Depot ist es jetzt verkauft worden gestern. Gewinnmitnahmemarke wurde erreicht. Nach 5 Monaten 15% ging. Wobei, wie wir vorher schon in einer kleinen Runde gesprochen haben, Netflix möchte ja ein bisschen auch das Modell umstellen und erhoffen sich ja deutlichen Zuwachs an Abonnenten. Bin mal gespannt, wie es wahrgenommen wird, weil ich bin eigentlich bei Netflix, wenn ich keine Werbung sehen möchte und ich weiß nicht, wie das die anderen Verbraucher oder auch User sehen, ob sie sich da ins Bein schießen oder nicht, das sehen wir dann später. Also der Markt allgemein ist da relativ schwierig. Ja, es geht ja um Nutzergewinnen. Also manche sind bei Disney Plus, weil es eben da nur die Star Wars oder sonst was Serien gibt, die es bei Netflix nicht gibt. Und jetzt möchte Netflix noch bis zu 40 Millionen weitere Nutzer akquirieren, indem sie sagen, wer eine Stunde ein Format schaut, also eine Serie, kriegt 4 Minuten Werbung eingeblendet. Wer 90 Minuten schaut, der kriegt einen Block von 8 Minuten. Und das nimmt man dann in Kauf, vielleicht auch für einen geringeren Preis. Man hat ja immer die Wahl, Leistung draufzulegen, runterzunehmen oder an der Preisspirale zu drehen. Also da bin ich mal gespannt. Also ich selber bin ein Fan von keiner Werbung zu schauen, wenn ich so ein Abo bezahle, ob dann auch tatsächlich die Zahlen bei den nach oben gehen, wenn die Abonnenten, wie sagt man, mehr berappen müssen für das, dass sie weniger bezahlen. Also irgendwann, denke ich mal, ist auch da der Bogen überspannt. Also da bin ich sehr, sehr vorsichtig, auch mit den zukünftigen Zahlen. Ich habe mir gerade die Unternehmenszahlen von Netflix und auch die Vorausschau angeschaut, dass sie mit 8 Milliarden rechnen fürs vierte Quartal und 7,8 ins dritte Quartal. Und jetzt fürs zweite waren 7,97. Das heißt, die gehen eigentlich schon von einem kleinen Abschwung fürs nächste Quartal aus. Und ich weiß dann nicht, was dann der Aktienkurs macht. Und wenn dann die Zahlen tatsächlich nicht wiedergegeben werden, dann kann es sogar sein, dass wir nochmal eine dritte Delle nach unten sehen. Dann springe ich aber rein, weil dann ist es nochmal ein Schnäppchen.
Sehr gut. Netflix schauen und Netflix schauen sind ja auch zwei Paar Schuhe. Du schaust Netflix-Filme und wenn man zu Christian Stegel sagt, Netflix schauen, blendet er gleich mal die Aktie ein. Ja, die ist ja hier. Die ist ja hier. Ja, ja. Ich meine, was diese Werbung angeht, ich bin da genau wie Robert auch kein Freund von, mittendrin im Film irgendeine Werbung zu sehen. Warum macht man das dann nicht so wie bei YouTube, dass man das am Anfang hat? Und dann kann man das sogar überspringen. Und dann lediglich, wenn die Filme, ich glaube, länger sind als 8 Minuten, gibt es immer eine kleine Werbung in der Mitte, die man aber auch überspringen kann. Also ich würde es nicht einsehen, für Netflix auch nur 1 Cent zu zahlen, wenn da eine Werbung käme mittendrin und dann mir dadurch den Film kaputt macht. Ich würde damit keinen Sinn mehr sehen. Na, wenigstens kann man sich einen Wecker stellen, denn pro angefangener Stunde soll dann der Werbeblock kommen. Also vielleicht einen Timer stellen, um dann nochmal auf Toilette zu gehen oder sich was zum Snacken zu holen. Genau, Chips holen. Oder bei anderen Sachen brauchst du ja beide Hände, da gibt's keine Chips, wie zum Beispiel bei einer Spielekonsole wie der Xbox. Also Microsoft hat sich ja hier groß aufgestellt, hat Activision Blizzard mit einverleibt. Sieht's denn da besser aus von der Perspektive? Der Kurs sagt, Achtung. Ja, bei Microsoft ist es ähnlich. Ein konstanter Abwärtstrend eigentlich, ist eigentlich auch eine Aktie, die im sichere Bank im Krisenfalle ist, wobei aktuell richtig unter die Räder gekommen. Also wäre jetzt auch wieder so ein Kaufargument für mich, weil die Unternehmenszahlen für 2023 sogar fast um 20%, Entschuldigung, fast um 10% steigen sollen, um 200 Millionen, das ist schon einiges an Holz, wenn man das schaut. Also ich bin mal gespannt, ob sie die Zahlen erwirtschaften können, weil die brauchen ja fast ein Jahr, um den Kauf von Activision Blizzards wieder reinzuholen, weil das ist ja Gewinn, was die da ausgeben. Also schon eine Hausnummer, im Moment relativ günstig mit $244. Die waren auch schon fast bei den $350. Ich bin mal gespannt. Also ich selber finde es wieder sehr interessant zum Kaufen, weil normal ist es ähnlich wie auf dem europäischen Markt. Eine Nestle ist eigentlich auch so eine Dauerbank. Aber ich sage ja, so ein Kauf, der muss sich auch rechnen. Also es sind ja alles Kaufleute. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt mit den Spielekonsolen von Activision Blizzards. Weil so eine Spieleentwicklung ist ja auch eine teure Angelegenheit. Das stimmt. Jetzt sind wir bei 2 Technologiewerten gewesen bei dir. Da muss ich den Christian nochmal fragen, der ja hauptsächlich den DAX anschaut. Da gibt es ja nur einen großen Technologiewert, die SAP. Gibt es da was Schönes zu sehen? Also machen wir die SAP mal rein. Was mir auffällt, ich gehe mal hier auf den Wochenchart, da sieht man es ein bisschen besser. Die SAP ist jetzt hier mit 82,85 wieder am Niveau. Das halten sie jetzt eigentlich schon seit, wann ist denn das hier, 2016. Da sind sie immer wieder draufgegangen, abgesprungen und wieder hoch. Darauf sind sie jetzt. Ich kann mir schon vorstellen, dass unter 80 diverse Stops ausgelöst werden würden. Und dann habe ich die nächste Unterstützung erst im Bereich hier bei 75. Ich glaube aber auch, sie möchten jetzt die Lizenzvereinbarungen bzw. die Wartungsverträge, die Preise da erhöhen. Ich weiß nicht, ob sie das so ohne weiteres bei den Bestandskunden durchbekommen, aber bei neueren, und nach wie vor wird SAP gekauft, wahrscheinlich eher. Also ich denke, dass auf diesem Niveau hier, ich kann ja mal die Zahlen reinbringen von SAP, die sind hier, wir sind jetzt rund bei 96 Milliarden Euro Bewertung, Börsenwert. Der nächste Bericht kommt am 25.10. Und ich kann mich daran erinnern, das war hier, glaube ich, auch genau, das war vor 2 Jahren, da gingen die auf einmal so richtig fett runter, unter 100, von 125 auf unter 100 aufgrund der Zahlen. Das wird mit Sicherheit sehr interessant. Ich neige dazu, sie auf diesem Niveau zu kaufen, allerdings im recht kurzen Stop, sagen wir mal bei 78,5. Ich habe für die App auch welche gekauft, allerdings eine kleine Position. Es gibt einige Werte im DAX, wo ich jetzt mal so drauf schaue, die ähnlich aussehen. Ich habe zum Beispiel eine BASF, liegt hier also auch auf einem doch recht markanten Unterstützungsniveau um die 40 rum. Gefallen mir momentan besser als die Bayer zum Beispiel. Da werde ich also auch in den nächsten Tagen mal den Finger reinhalten. Aber es ist noch kein Kaufsignal, zumindest auf Wochensicht habe ich nicht. Eine E.ON hat auch, ist auch so eine Geschichte. Die werden immer mal wieder hochgekauft. Wir hatten schon 12 gesehen hier im Januar. Dann wieder runter auf die, was ist denn das hier, die 7,73. Wieder hoch auf die 9,5. Und jetzt gerade eben heute bekommen sie auch wieder eins auf die Nase. Das ist aber auch eine Geschichte, die so um diesen Bereich von 8 immer mal eine ganz gute Unterstützung hatte. Auch jetzt schon seit in diesem Fall 4 Jahren.
Die Banken, ich nehme jetzt nochmal die Commerzbank, die wird immer wieder positiv gesprochen. Sie steigen, ich bin immer noch im Wochenchart, sie steigen dann immer hoch, fallen dann aber immer mal wieder bis zur 20-Wochen-Linie runter, also durchaus mal ein Euro, aber ist dann immer tendenziell eher kaufenswert. Was mich völlig frustriert ist, wir stehen vor der WM, das ist so ein Wert wie Adidas. Das ist ein durchgezogener Strich mehr oder weniger von 337 und geht einfach nur runter auf 135. Da hält gar keiner die Hand auf. Und letztendlich habe ich die nächste echte Unterstützung erst bei 93. Trotzdem traue ich mich auch nicht, die Short zu gehen. Das kann ich nicht momentan. Dann bin ich lieber nicht dabei. Lieber an der Seite stehen. Das ist auch eine Position. Ja, das stimmt. Und Risiko sollte man immer hoch bewerten, gerade in volatilen Märkten. Ja, damit haben wir jede Menge Aktien besprochen. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich glaube, da war auch für jeden was dabei in der vergangenen Viertelstunde. Und damit bedanke ich mich bei euch beiden für eure Expertise und wünsche noch frohe Wiesen, wie man so schön sagt. Danke, servus, habe die Ehre. Spaß. Ja.